Nachdem wir in einem vergangenen Video darüber gelesen haben, wie empört deine Mutter darüber war, dass man ein Buch mit dem Titel Das nationale Sonntagsgesetz in sämtliche Briefkästen in Neuseeland verteilen ließ, wollen wir uns heute in diesem Video die Reaktion seitens eines katholischen Ordenspriesters anschauen. In der New Zealand Catholic vom 25. März meldet sich Murph Duffy, der der Gesellschaft Marias von Mount Eden angehört, zu Wort. Wir lesen: Theologe rät, antikatholische Broschüre zu entsorgen. Viele katholische Haushalte in diesem Land haben in ihren Briefkästen eine antikatholische Broschüre namens das nationale Sonntagsgesetz erhalten. Und ein lokaler katholischer Theologe schlägt vor, die Broschüre direkt in die Recyclingtonne zu werfen. Staff berichtete über die Behauptung von Leuten, die mit der Broschüre in Verbindung stehen, dass 1,5 Millionen Exemplare gedruckt und in Neuseeland verteilt worden sind. Pater Murph Duffy schlug den Katholiken vor, die Broschüre schnell dem Recycling zuzuführen. Wir respektieren die Meinungsfreiheit und unterschiedliche religiöse Ansichten, aber wir schätzen es nicht, wenn unaufgefordert Unsinn in unsere Briefkästen gesteckt wird. Es ist schon interessant zu sehen, dass wenn die Welt mit der Wahrheit konfrontiert wird, dann beschimpft man sie damit, dass sie Unsinn ist. Paulus sagte schon: Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Doch das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Pater Duffy, der am Te Kupenga Catholic Theological College in Auckland lehrt, bemerkte, dass die Broschüre ursprünglich von einem amerikanischen Siebenten-Tags-Adventisten namens Jan Markussen verfasst wurde. Und der Autor wendet sich gegen Christen, die den Sonntag als Tag des Herrn halten. Im Gegensatz zu denen, die der jüdischen Praxis folgen, den Sabbat zu respektieren, den Samstag. In diesem Artikel wird einiges gesagt, das ich nicht einfach so stehen lassen möchte. Verzeiht mir also, wenn ich mir die Zeit dazu nehme, da etwas genauer darauf einzugehen. Also erst einmal ist der Sabbat nicht jüdisch, wie er und viele andere Millionen Christen immer wieder behaupten. Sondern der Sabbat gab es schon, bevor es überhaupt Juden gab. Genauer gesagt, gibt es ihn schon seit der Schöpfung. Und das kann jeder, der eine Bibel hat, egal ob Katholik oder Protestant, selber nachlesen. So heißt es in 1. Mose 2, Vers 3: Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gott ruhte am siebten Tage, nachdem er in 6 Tagen alles geschaffen hatte. Und so ruhen auch wir an jedem siebten Tage von unserer wöchentlichen Arbeit. Mit dem Ruhen am siebten Tag gedenken wir damit auch unserem Schöpfer. Und es ist sogar Teil der Drei-Engels-Botschaft, nämlich die des ersten Engels. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wir ruhen am siebten Tag Sabbat, weil Gott dies bereits tat, nachdem er die Welt geschaffen hatte, am Ende der Schöpfungswoche. Wir ruhen am siebten Tag Sabbat, weil Gott uns in seinem Gesetz darauf hinweist, dass wir uns wieder an diesen Tag erinnern sollen. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Wir ruhen am siebten Tag Sabbat, weil der erste Engel der Dreiengelsbotschaft uns dazu aufruft, den anzubeten, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wir tun es nicht aus irgendeiner Gesetzlichkeit heraus, sondern weil Gott möchte, dass wir den Sabbat unsere Lust nennen und den heiligen Tag des Herrn ehren wird. So lesen wir in Jesaja 58, in den Versen 13 und 14,
Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben, und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Hat das irgendetwas mit Strenge oder Gesetzlichkeit zu tun? Gott selber sagt, wir sollen den Sabbat eine Lust nennen. Es ist der Tag, an dem wir Zeit mit ihm verbringen. Weiter heißt es, das Buch, das zum ersten Mal in 1983 veröffentlicht wurde, präsentiert eine Verschwörungstheorie, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von der katholischen Kirche beeinflusst, am Rande einer Gesetzgebung steht, den Sonntag als Tag der Ruhe und Anbetung einzurichten. Die Theorie beinhaltet auch den Papst als Antichrist und eine unheimliche katholische Verschwörung, um das Mahlzeichen des Tieres an Sonntagen angebetet zu haben, sagte Pater Duffy. Habt ihr bemerkt, wie im Zusammenhang mit dem Antichristen und dem Mahlzeichen des Tieres hier Begriffe wie Verschwörung und Theorie benutzt werden? Doch was ist daran eine Verschwörung, wenn durch die Bibel selbst das päpstliche System als Antichrist identifiziert? Pater Duffy sagte, dass antikatholische Literatur, die in Neuseeland in Umlauf gebracht wird, kein neues Phänomen ist. Das erste antikatholische Traktat, das in Neuseeland zirkulierte, war Kote Anatikaraiti, es ist der Antichrist, von dem der Reverend Robert Mounsell im November 1838 5000 Exemplare druckte. Wie man sieht, sind es nicht nur Siebenten-Tags-Adventisten, die dieses System als Antichristen identifizieren. Es ist also keine Verschwörungstheorie von Adventisten, sondern es ist einfach das Erbe der Reformation. Es ist die logische Folge, wenn man die Bibel studiert, wenn man Prophetie studiert, dass man zu diesem Ergebnis kommt und nichts anderes. Dann sagte er weiter, in Bezug auf die Broschüre »Das nationale Sonntagsgesetz«, wenn jemand mit Ihnen über den Inhalt diskutieren will, ist das wahrscheinlich eine Verschwendung Ihrer Zeit. Es ist also Zeitverschwendung, mit Menschen, die das glauben, zu diskutieren. Und ist es nicht so, dass man Adventisten als engstirnige Extremisten betrachten wird, schon jetzt? Wenn man ernsthaft versucht, den Wert des Dokuments zu beurteilen, könnte man die folgenden Punkte erwähnen. Wenn die katholische Kirche die Menschen dazu verleitet, am Sonntag anzubeten, haben wir diesen Trick schon vor einer ganzen Weile durchgezogen. Justin der Märtyrer, der um 155 nach Christus schrieb, erwähnt, dass sich die Christen an dem Tag, der Sonntag genannt wird, zum Gottesdienst versammeln. Der Sonntag ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Etwas, das es zu feiern gilt. Nun, wer diesen Tag feiern möchte, der kann das ja. Aber wo in der Bibel steht es, dass man es soll? Nirgends, oder? Das Argument, das bereits Justin der Märtyrer darüber sprach, dass Christen sich am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, versammelt hätten, um Gottesdienst zu feiern, schreibt diesbezüglich sogar Wikipedia selbst dazu. Daraus lässt sich schließen, dass der Brauch bereits zur Zeit der ältesten Schriftquellen verbreitet war. Was sich allerdings daraus nicht schließen lässt, ist eine durchgehende Heilighaltung des Sonntags im Sinne eines Tages der Arbeitsruhe. Eher scheint es sich bei den meisten Christen um ein Sammeln der Gaben vor der Geschäftigkeit am ersten Tag der Woche und um eine geistliche Stärkung vor Beginn der Arbeit, nämlich dem Sonntag als Arbeitstag, gehandelt zu haben. Spätestens seit diesem Jahr sollte sich nun jeder Christ der Tatsache bewusst sein, dass die Sonntagsfeier von Konstantin im Jahre 321 nach Christus eingeführt wurde. Als nächsten Punkt führt er auf, das Buch der Offenbarung ist eine bewusst obskure Schrift. Und die Menschen haben alles Mögliche in die Texte dort hineingelesen. Ist das wirklich so? Ist das Buch Offenbarung eine bewusst obskure Schrift? Was mit Sicherheit stimmt, ist, dass Menschen schon alles Mögliche in die Texte dieses letzten Buches der Bibel hineingedeutet haben.
indem sie die Bibel sich nicht selbst auslegen lassen, sondern sie mit ihren eigenen Vorstellungen und Interpretationen ausschmücken. Viele lassen dabei auch außer Acht, dass das Alte Testament, von dem sie sagen, dass es heute keine Gültigkeit mehr haben würde, gerade der Schlüssel zur Auslegung der Offenbarung ist. Wir finden darin die Sprache des Alten Testaments, die Sprache des Heiligtums, und das Buch Daniel spielt dabei auch eine sehr entscheidende Rolle. Und nur wenn man dies alles außer Acht lässt, kann man zu dem Schluss kommen, dass dieses Buch eine obskure Schrift wäre. Doch gerade in den ersten Versen der Offenbarung wird uns gesagt: Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Glückselig sind die, welche die Worte der Weissagung lesen, hören und bewahren, weil die Zeit nahe ist. Und zum Ende des Artikels beruht er sich in seiner Argumentation in Bezug zur Sonntagsheiligung als Pater logischerweise, aber auch gerechtfertigterweise auf den Katechismus der katholischen Kirche. Der Katechismus der katholischen Kirche zitiert den heiligen Justin den Märtyrer in Bezug auf den Sonntagsgottesdienst. Doch was haben wir vorhin gerade gelesen? Was man daraus nicht schließen könnte, ist eine durchgehende Heilighaltung des Sonntags im Sinne eines Tages der Arbeitsruhe, sondern vielmehr um ein Sammeln der Gaben vor der Geschäftigkeit am ersten Tag der Woche, was ja der Sonntag ist, und um eine geistliche Stärkung vor Beginn der Arbeit. Wie schon gesagt, gerechtfertigterweise beruht er sich auf den Katechismus der katholischen Kirche, denn er kann sich logischerweise dabei nicht auf die Bibel stützen, weil in der Bibel nirgends geschrieben steht, dass der siebte Tag Sabbat mit der Auferstehung Jesu Christi auf den ersten Tag der Woche verlegt wurde. Im Katechismus heißt es weiter, der Sonntagsgottesdienst erfüllt das sittliche Gebot des Alten Bundes und nimmt dessen Rhythmus und Geist in der wöchentlichen Feier des Schöpfers und Erlösers seines Volkes auf. Der Katechismus ist bei seiner Begründung für den Sonntag maßgebend. Und interessanterweise nennt er diejenigen, die sich auf die Bibel beruhen, wenn sie vom Antichristen und dem Mahlzeichen des Tieres sprechen, Verschwörungstheoretiker. Und dass das, was in diesem Buch geschrieben steht, einfach nur irgendwelche Verschwörungstheorien sind, die man wegschmeißen soll. Es ist eine Sache, etwas als Verschwörungstheorie zu betiteln. Und es ist eine andere, es auch biblisch beweisen zu können, dass es nur eine Theorie oder eine Verschwörung ist. Doch das kann er eben nicht, also muss das, was in diesem Büchlein geschrieben steht, als Unsinn verschrien werden, den man wegschmeißen soll. Es wird viele geben, die dieser Aufforderung folgen werden und es wegschmeißen oder es bereits auch schon getan haben. Doch das ist okay. Denjenigen aber, die es aufrichtig studiert und geprüft haben, wird es zum Segen sein. Und es wird auch bis zum Ende immer so bleiben, denn während für die Welt die Verkündigung der Wahrheit eine Torheit ist, dient sie denjenigen, die glauben, zur Errettung. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.